uns vorgenommen, möglichst lange die Null zu halten und in die Halbzeit ohne Gegentor zu gehen. Das hat funktioniert und unser Plan war dann in der Schlussphase, das Spiel für uns zu entscheiden. Auch da hatten wir die Gelegenheit, dass der Plan aufgeht, haben dann unsere Chancen, die sich uns geboten haben, leider nicht genutzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Gegner hat einen Elfmeter bekommen, den unser Torwart Timo Hünneken super pariert hat. Dann in der dritten Minute der Nachspielzeit in etwa stand ein Horrimer wieder frei vom Torwart, hat Timo erneut gut pariert, sodass man unterm Strich sagen muss oder sagen kann, dass ein Unentschieden das gerechte Ergebnis ist. Hätte auch 1-1 ausgehen können, dann hätten die Zuschauer zwei Tore gesehen. Ja, wir haben heute ein ganz ordentliches Spiel abgegeben. Leider in der ersten Halbzeit haben wir nicht die Dinge geschafft, die wir machen wollten. Es ging in der zweiten Halbzeit dann besser, hatten auch somit dann gute Chancen, einen Elfmeter, den wir leider nicht verwandeln konnten. Dadurch hat auch Bleitsam nochmal Rückenwind bekommen. Ja, wir haben dann weiter nach vorne gespielt, wollten heute auch hier drei Punkte mitnehmen. Ist uns leider nicht gelungen, auch wenn wir in der letzten Minute nochmal eine gute Chance hatten. Aber insgesamt, denke ich, sieht man auch da, dass die Gegner ja auch gerne gegen den alten Absteiger spielen wollen und auch gegen uns gewinnen wollen und sehr, sehr hoch motiviert sind. Da müssen wir unsere Spieler dann noch ein bisschen besser bessere Einstellung in den Tag legen. Wir sind zufrieden. Horrim kommt aus der A-Liga. Wir kommen aus der C-Liga. Letzte Saison haben uns zwei Ligen getrennt und Spieltag 2 bei 8 Ausfällen, die wir haben, darunter sehr große Leistungsträger, können wir mit einem Unentschieden zufrieden sein.